verabschieden wir in zweiter Lesung das Chancengleichheitsgesetz und damit geht Baden-Württemberg in der Frauenpolitik wieder einen kleinen Schritt nach vorne. Sie haben in der ersten Lesung, liebe Kollegen und Kolleginnen der Opposition, klargemacht und jetzt gerade ja leider auch wieder, dass Sie dieses Gesetz ablehnen. Und Frau Kollegin Gohirsch hat gemeint, es geht auch nicht weit genug in Ihren Augen. Der Protest des Gemeindetages wurde Ihnen ja auch zugestellt und Sie haben ihn auch dankbar aufgenommen, damit die Überflüssigkeit damit auch noch mal bestätigt wird. Nur was hat denn der Gemeindetag eigentlich tatsächlich mit dem Gesetz zu tun? Den betrifft es ja faktisch überhaupt nicht. Und er fordert sogar noch, das Gesetz zurückzuziehen. Das werden wir natürlich nicht tun, denn wir berufen uns auf etwas sehr Wichtiges, nämlich auf den grundgesetzlichen Auftrag. Und ich würde ihn gerne noch mal zitieren. Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes. Der Staat und damit auch die Gemeinden und Kommunen fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. De facto kann in Baden-Württemberg aber von Gleichstellung noch nicht gesprochen werden. Unsere Sozialministerin Katrin Altpeter hat in mühevollen und auch zähen Verhandlungen ein Gesetz vorgelegt, welches zumindest mal einen Fortschritt bedeutet. Ihre Haltung, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition und auch die des Gemeindetages, sind ein weiterer Beweis eines, ja, ich muss sagen, antiquierten Frauen- und Gesellschaftsbildes, welches nach wie vor Frauen, die immerhin 51% unserer Gesellschaft ausmachen, benachteiligt. Es ist klar, mit diesem Gesetz schaffen wir neue Regeln, die sich in erster Linie an die Dienststellenleitungen richtet. Sie haben sicherzustellen, dass Frauen und Männer im öffentlichen Dienst Baden-Württembergs die gleichen Aufstiegschancen haben. Dass Frauen und Männer Elternzeiten und Freistellungen für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger nehmen und deshalb auch in Teilzeit arbeiten können, ohne auf das berufliche Abstellgleis zu kommen. Dass Frauen und Männer die gleichen Möglichkeiten haben, zum Beispiel an Weiterbildungsangeboten teilzunehmen und letztlich, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben, in Führungspositionen zu kommen. Und jetzt sage ich diesen Satz wirklich mit Nachdruck und dass sie dort auch willkommen sind. In der Vergangenheit, und das sagen uns die Kennziffern, klappte das aber nicht wirklich gut. Um es deutlich zu sagen, Baden-Württemberg trägt nach 57 Jahren konservativ geprägter Regierung bei der Gleichstellung im öffentlichen Dienst unter den Bundesländern die rote Laterne. Ich will Ihnen nachfolgend aufführen, wo die Schwachpunkte liegen und warum es da Handlungsbedarf nach unserer Auffassung gibt. Ein Thema war besonders umstritten und deswegen möchte ich noch einmal die Rolle der Beauftragten für Chancengleichheit in den Gemeinden und kreisfreien Städten genauer beleuchten. Fast 2/3 aller Beschäftigten in den Gemeinden sind Frauen. Und selbst bei den Vollzeitäquivalenten ist der Anteil 60%. Mehr als 2/3 der Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg und Kehl sind aber Frauen. Jetzt kritisiert der Gemeindetag unseren Gesetzentwurf und schreibt uns, die Gemeinden haben mit der Gleichstellung gar kein Problem. In den Gemeinden seien ja 40% der Leitungsstellen direkt unter den Bürgermeistern und weiteren Wahlbeamten mit Frauen besetzt. Ja, 40% sieht auf den ersten Blick nicht schlecht aus. Aber wenn man berücksichtigt, dass der Frauenanteil auf der Ebene darunter deutlich höher ist, dann fehlen Frauen nicht 10 Prozentpunkte einer gleichmäßigen Vertretung auf dieser Leitungsebene, sondern tatsächlich 25 Prozentpunkte. Und jetzt haben wir uns mal die Leitungsstellen direkt unter den Oberbürgermeistern und weiteren Wahlbeamten in den Städten ab 50.000 Einwohnern angesehen. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine Statistik, wie Frauen und Männer dort in den einzelnen Stellen, da sehen Sie mal, blau sind alles Männer und rot sind die Frauen. Das ist auch nicht gemeint, der Zustand, sondern die Farbe. Ja, genau. Sagen wir mal, hellblau und rosa, keine Zwischenfrage. Frau Kollegin, gestanden Sie eine Zwischenfrage? Nein. Also, diese Statistik zeigt, wie Frauen und Männer dort bei den Leitungen der großen Ämter, also Stadtkämmerei, Hauptamt, Ordnungsamt, Bauamt, Sozialamt und so weiter vertreten sind. Das sind übrigens in der Regel Stellen, die mit A14 oder auch deutlich höher bewertet werden. Bei den Säulen sieht man sehr viel Blau, welches die Männer kennzeichnet, und sehr wenig Rot, was für die Frauen steht. 3 unserer Städte über 50.000 Einwohner haben sogar nur Männer als Leiter der großen Ämter.
Insgesamt sind das 300 mit Männern und 67 mit Frauen besetzte Leitungsstellen. Das sind 82% Männer und nur 18% Frauen. Und das, wie gesagt, bei mehr als 60% Frauen in der Ebene unter den Amtsleitungen. Jetzt komme ich mit meinem Text nicht mehr ganz durch. Ich wollte aber abschließend vielleicht noch mal sagen, wenn man sich den Gesetzentwurf anschaut, den man 2005 eingebracht hat, und schaut sich mal an, was die Staatssekretärin Lischy als Begründung genannt hat, dann muss es in ihrem Sinne sein, dass wir das auch vollziehen. Denn diese Anforderungen sind ganz klar definiert und die versuchen wir zu erfüllen. Und daher verstehe ich nicht, dass Sie den Gesetzentwurf ablegen. Und an dieser Stelle vielleicht noch persönlich, es ist meine letzte Rede in dieser Legislatur und wenn ich richtig gezählt habe, meine 30. Ich möchte mich bedanken für die faire Zuhören und ich persönlich würde mir wünschen, dass wir alle in gleicher Zusammensetzung uns im Mai wiedersehen.